Moin Chef, was gibt's denn hier Neues bei HDT? Ja, wie du weißt, sind wir dafür bekannt, immer innovativ zu sein. Und im Hinblick auf die CO2-Steuer, die auf uns zukommt oder beziehungsweise die schon da ist, Strom wird immer teurer, haben wir uns gedacht, wir müssen auch mal was machen, was den Landwirten eine erhebliche Kostenersparnis bringt. Wir haben es schon in einigen Fällen umgesetzt. Der beste Fall liegt im Moment bei 52% Energieersparnis. Wie wir das machen, kann ich dir gerne kurz erklären. Jo. Ich bin hier im Ventilatorenlager. Wie du siehst, stehe ich hier vor einem großen Ventilator. Vielleicht kommst du ein bisschen dichter ran. Hier sehen wir die Technologie. Das Besondere ist EC-Technologie. Diese EC-Technologie steht uns zur Verfügung. Neueste Bauart von EBM Papst, allerdings auch von Ziel Abeck. Beide Ventilatoren werden bei uns eingesetzt. Die EC-Technologie hat einen entscheidenden Vorteil. Sie regelt runter und liegt vom Wirkungsgrad noch besser wie eine frequenzabhängige Regelung von Asynchronmotoren. Der Punkt ist allerdings, dass die EC-Ventilatoren bei uns im besonderen Bereich mit der Software noch wieder verbessert werden. Letztendlich ist es so, wir setzen Ventilatoren ein, die eine größere Leistung haben wie die jetzt installierten Ventilatoren. Das gilt für alle Zentralabsaugungen. Viele Zentralabsaugungen sind mit 90er Ventilatoren gemacht. Da passen dann auch die 90er EC-Ventilatoren rein. Die haben in der Tat eine höhere Leistung und auch in der Maximalleistung eine höhere Energieaufnahme. Der Trick dabei ist, dass wir diese Ventilatoren geregelt fahren und begrenzen. Das heißt, wir setzen Ventilatoren ein, die gleiche Leistung haben, die aber die nicht die gleiche Leistung haben, die eine höhere Leistung haben, die aber auf die gleiche Leistung begrenzt werden. Und schon haben wir einen enormen Energiespareffekt. Ja, das klingt doch gut. Das klingt ja auch schlüssig in irgendeiner Form und Weise. Was haben wir denn hier für Trümmer drin eigentlich? Was ist das denn? Ja, hier haben wir dann noch größere Ventilatoren. Das heißt, hier sind 125er drin, auch EC-Technologie. Und um möglichst kompatibel zu sein mit jetzigen Ventilatoren anderer Hersteller, haben wir uns natürlich gedacht, was nützt uns das, wenn wir nur unsere Kunden damit ausrüsten können. Dafür haben wir Halter konstruiert. Diese Halter, ich nehme mal hier einen raus, das ist ein klassischer Edelstahlhalter. Leg den hier mal rauf, dann kann man das ein bisschen besser erkennen. Das heißt, dieser Halter ist speziell gebaut für unsere EBM-Serie. Ich glaube, das hier, das scheint ja der kleine Halter für diesen zu sein. Und ich glaube auch, soweit ich das weiß, kann man diesen Halter für drei verschiedene Größen benutzen, beziehungsweise für den 150er Motor. Der 150er Motor ist tatsächlich dieser hier. Der geht vom 990er runter bis zum 800er oder 710er. Ja. Das heißt, man muss dann nur noch die Arme kürzen und hat einen Halter für alles. Das Entscheidende ist, diese Halterung, diese Arme passen zum Beispiel auch in Halterungen anderer Ventilatorenhersteller. Wenn zum Beispiel jetzt alte Asynchronmotor frequenzabhängig drin sind, können wir mittels dieser Halter die modernen EBM-Ventilatoren oder eben bei den kleineren, die Ziel-Abeck-Ventilatoren, in die alte Halterung einbauen und brauchen nur die Ventilatoren tauschen und haben keine zusätzlichen Kosten durch Umbau der Kamine, Halterung und so weiter. Okay. Ja, ab 2023 gilt auch eine neue ERP-Richtlinie. Diese Ventilatoren erfüllen diese Richtlinie. Besonders im Einbau im Rohrventilator, als Rohrventilator, erreichen wir jetzt schon die Leistung der ERP oder die Vorgaben der ERP-Richtlinie von 2023. Die IC-Technik befindet sich bei uns natürlich nicht nur in den landwirtschaftlichen Ventilatoren, sondern zum Beispiel auch, wenn wir auf diesen kleinen Ventilator gucken, den setzen wir in Wärmetauschern in der Industrie ein, in Schwimmbädern, befindet sich eine EC-Technologie steuerungsmäßig da drauf. EBM setzt komplett auf EC, das heißt, dort wird AC-Technik früher oder später verschwinden. Ja, jetzt befinden wir uns hier in unserer Elektronik-Entwicklungsabteilung. Wir sehen hier verschiedene Geräte von uns, die permanent weiterentwickelt werden, softwaremäßig. Der Elektroniker, der Software-Elektroniker hat heute Urlaub, sonst könnte der auch was dazu sagen. Entscheidend ist, wenn wir vorhandene Anlagen umbauen wollen, brauchen, und die sind nicht von uns, dann brauchen wir eigentlich nur ein Mastergerät. Das heißt, dieses Mastergerät übernimmt die Steuerung, weil das brauchen wir, um die volle Kapazität oder die volle Leistung der EC-Ventilatoren zu nutzen, brauchen wir die entsprechende Software, und die ist in diesem Regler.
Und wenn wir ein Mastergerät von uns einsetzen, können wir über Druck steuern, was auch energetisch noch sehr interessant ist. Das heißt, die Anlage wird jetzt permanent über Druck gesteuert. Und dann kann unser Mastergerät im Prinzip die komplette Steuerung der Anlage übernehmen. Man muss nicht die komplette Zentralabsaugung rausschmeißen, sondern es reicht ein einzelnes Gerät. Dazu gucken wir uns jetzt nochmal Auszüge von der Software an, um überhaupt mal zu verstehen, wie arbeitet dieses System in Verbindung mit DC-Ventilatoren und der HDT-Software oder den HDT-Klimaregler so optimal, wie wir es erreichen wollten und so wie wir es erreicht haben und womit wir in Spitzenleistung bis zu 52% Energie sparen können. So, jetzt sind wir hier im Planungsbüro bei HDT. Das macht der Christopher. Christopher, kannst du uns vielleicht in Sachen Energie noch etwas zu den Arbeitspunkten der Ventilatoren sagen? Ja, na klar. Wir können uns das gerne hier einmal angucken. Hier haben wir das Programm FanScout von EBM Papst, unserem Ventilatorenhersteller. Und ich habe hier jetzt mal ganz beispielsweise einfach einen Arbeitspunkt dargestellt, der nämlich bei 50 Pascal und 27.000 Kubikmeter in diesem Falle liegt, wo wir dann eine mittlere oder ich sag mal mittelhohe Drehzahl erreicht haben. Das prüfen wir dann einfach, um herauszufinden, welcher Ventilator bei den Volumenströmen, die wir benötigen und den Druckverhältnissen, die wir haben, der günstigste Ventilator für diesen Falle wäre. Und zusätzlich haben wir die Möglichkeit, hier in dem Programm dann auch noch die Betriebspunkte uns herauszusuchen, die wir dann einsetzen möchten und auf die maximale Betriebsspannung oder vielmehr Steuerspannung dann halt bei unserer Regelung einzustellen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn du jetzt hier den Betriebspunkt runterlegst, müsste man hier in der Software ja auch erkennen können, wie die Energieaufnahme zurückgeht. Genau. Ist das so? Wir bleiben jetzt hier bei einem gleichmäßigen Druckverlust und sehen, dass der Energieverbrauch, der da in Watt oben angegeben wird, immer weiter runtergeht. Okay, ich sehe es, ja. Das sieht sehr gut aus. Also darüber wird im Prinzip der optimale Arbeitspunkt ermittelt. Korrekt. Und auch die Drehzahl des Ventilators oder der Ventilatoren bestimmt. Ist das richtig? Richtig. Die Drehzahl bestimmen wir dann über die Ausgangsspannung, die wir quasi an unseren LC4C-Reglern begrenzen. Okay. Wenn wir dann in einen Notfall kommen, dass wir in einem Sommermonat sind und wirklich dann nochmal mehr Luftleistung benötigen, haben wir dann die Boost-Funktion, über die wir dann den restlichen Bereich dann noch freigeben. Okay, da hören wir gleich sicherlich nochmal was von Ralf dazu. Ganz bestimmt sogar. Okay, Dankeschön. So, jetzt sind wir hier in der Abteilung Elektronik. Das ist die Entwicklung, die macht bei uns der Ralf Grabowski. Hallo Ralf. Hallo. Kannst du vielleicht mal kurz was zu der Software sagen, die jetzt im Zusammenspiel mit den EC-Ventilatoren für ein optimales Stromleistungsverhältnis sorgt? Ganz neu reingekommen ist jetzt eine optimale Leistung für die EC-Ventilatoren, dass wir hier die Ventilatoren individuell, je nach Anlage, in der Leistung auch optimieren können. Und deshalb insbesondere auch im Stromverbrauch. Wir können in der neuen Anlage bis zu 6 Ventilatoren komplett in der Leistung regeln. Okay, im Umkehrschluss heißt das für mich, dass die Ventilatoren hier über die Software entsprechend individuell angepasst werden. Das heißt, jeder Kunde bekommt seinen individuelle Regelparameter vorgegeben und damit können wir das Optimum bei den Ventilatoren rausholen. Ist das so? Ja, ganz genau. Wir können hier die Leistung so optimieren, dass wir vorher raussuchen, bei welchem Kunden welche Ventilatoren verbaut sind. Wir dann raussuchen, in welchem Leistungsbereich verbrauchen sie am wenigsten Energie, wo ist der Stromverbrauch am optimalsten, und können dann hier dementsprechend das anpassen, so dass ein Ventilator auch nur so schnell immer läuft, dass wir optimal im Stromverbrauch liegen. Okay. Gut, hatten eben gesagt, wir haben es jetzt so optimiert, dass wir die Umschaltpunkte flexibel gestalten können. Wir können diese Umschaltpunkte zusätzlich auch im Wärmetauscherbetrieb zusätzlich anpassen, weil wenn wir im Normalfall sagen, dass wir zum Beispiel die erste Gruppe ja nur um 70% zum Beispiel fahren wollen, dann schon mit der nächsten reinkommen wollen, um eben Energie zu sparen, brauchen wir dementsprechend, wenn der Wärmetauscher im Betrieb ist, andere Umschaltpunkte. Okay. Und dieses haben wir mit der neuen Software hier jetzt alles verbessert. Okay. Kannst du mir vielleicht noch was sagen zu der Turbo Boost Version, die wir im Hintergrund laufen haben? Im Hintergrund läuft ein sogenannter Turbo Boost. Hier rufen wir die Gesamtleistung der Ventilatoren erst dann ab, wenn es in einem Extremsommer bei extrem hohen Temperaturen überhaupt erst erforderlich ist. Bis dahin arbeitet die Anlage eigentlich immer energieoptimiert
und regelt nur so viel oder gibt nur so viel Luftleistung frei, wie wirklich erforderlich ist. Erst wenn eine vorgegebene Außentemperatur überschritten wird, kann diese Restluftleistung angefordert sein, werden. Damit können wir Leistungen dann nochmal abfordern, die im Grunde genommen, wenn Ventilatoren überdimensioniert sind, nochmal zusätzlich abrufbar sind. Okay. Die wollen wir aber im Normalbetrieb eigentlich ja nicht haben. Kostet nur Strom, also machen wir das nur unter Extrembedingungen. Okay, heißt also, wir haben in unseren Anlagen, wenn wir sie jetzt umgebaut haben, das gilt ja auch für jede Altanlage, bis zu 30-40% Kapazität, die eigentlich ruhen, im Hintergrund ruhen, aus energetischen Gründen so gemacht. Und erst wenn wir ein Extremwetter haben, sind wir in der Lage, das Ganze nochmal auf Power, sprich genau, Turbo-Boost zu schalten und Gas zu geben. Genau. Beziehungsweise, das muss nicht geschaltet werden. Im Hintergrund arbeitet diese Automatik ganz automatisch. Der Anwender kann es nur nachher am Display einmal ablesen. Hier läuft es gerade jetzt im Turbo Boost und sieht dann dementsprechend, okay, dass es läuft. Okay, dann danke ich für die Information. Gerne doch. So, wir sind jetzt wieder im Ventilatorenlager. Das heißt, wir haben jetzt kurz über die Eigenschaften dieser Energiesparversion bzw. der Turbo Boost Version gesprochen. Die beiden Junioren können vielleicht noch was dazu sagen. Tja, was soll man groß sagen? Das ist moderne EBM-Technik. Wir haben ja mit dem modernsten Ventilator, den es momentan für die Landwirtschaft zu kaufen gibt, die niedrigsten Energieverbräuche, die höchsten Effizienz. Und vor allen Dingen auch sehr hohe Gegendrücke, sodass wir für jede Situation gewappnet sind, egal was davor oder nach dem Ventilator kommt. Super. Ja. Die letzten Messungen laufen jetzt. Wir stellen jetzt der Firma EBM Papst weitere Kaminbauteile zur Verfügung, damit wir auch für jedes Modell Ventilator, jede Größe Ventilator auch sicherstellen können, dass die ab 2023 und danach noch weiterhin die ERP-Richtlinien erfüllen. So wie wir es zu Beginn mit EBM Papst auch gemacht haben, wo sie auf uns zugekommen sind, um einen landwirtschaftlichen Ventilator zu entwickeln. Den gab es nämlich vorher nicht. Okay, ja, das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, dass wir mit EBM schon einige Jahre vorher, bevor wir auf den Markt gekommen sind, gearbeitet haben und da Versuche bei mehreren Betrieben gefahren haben und dieser Ventilator dann in 16 Punkten verbessert wurde, umgebaut wurde auf landwirtschaftliche Ansprüche. Und mit der neuen ERP-Richtlinie bzw. der Überprüfung dieser Richtlinie sind wir dann tatsächlich, so wie es aktuell aussieht, der einzige Hersteller am Markt, der bis nach 2023 ein System hat für die landwirtschaftliche Ventilation. Super. Okay, Dankeschön. Sehr gerne.